Hallo, in diesem Video schauen wir uns den glühelektrischen Effekt an. Das ist ein sehr wichtiger Effekt, wenn man zum Beispiel Elektronenstrahl oder so etwas haben möchte. Das braucht man für verschiedene Versuche. Und in diesem Experiment möchte ich erstmal so allgemein überhaupt mal zeigen, was das überhaupt ist. Dazu beginnen wir erstmal ein bisschen mit Theorie. Es wird im Prinzip die thermische Energie genutzt. Das heißt, es wird ein Glühfaden oder auch ein Blech, also etwas wird erwärmt und durch diese thermische Energie haben die Elektronen die Chance, die charakteristische Austrittsarbeit des Metalls zu überwinden. Das heißt, jedes Metall ist die Austrittsarbeit eine andere. Und sobald sozusagen die Wärme gibt den Elektronen die Möglichkeit, diese Austrittsarbeit zu überwinden und damit das Metall zu verlassen. Und für technische Anwendungen nutzt man natürlich gerne Materialien mit einer geringen Austrittsarbeit. Schauen wir das Ganze am Beispiel an und wir schauen uns eine Diode an. Was das ist, sehen wir hier. Also wir haben hier praktisch, das ist indirekt beheizt. Das heißt, ich habe eine Metallplatte, die wird von einer Glühwendel beheizt. Und diese Metallplatte ist meine Kathode. Durch die Hitze haben Elektronen die Möglichkeit, diese Glühkathode entsprechend zu verlassen. Es gibt auch, wie gesagt, Fälle, da nutzt man die Glühwendel direkt. Da schließt man einfach, wie gesagt, hier diesen gelben Draht anstatt an diese Metallplatte an die Glühwendel direkt an und lässt die Metallplatte weg. Das gibt es auch. Und ja, dann gibt es eine Anode. Und wenn diese Anode positiv ist, werden die Elektronen sozusagen angesaugt. Die treffen dann auf die Anode und dann fließt zwischen Kathode und Anode ein Strom. Und eine Diode ist praktisch eine Einbahnstraße für Elektronen, um das mal so salopp zu sagen. Das heißt, wenn die Anode negativ wäre, dann haben die Elektronen keine Chance, hier auf die Anode zu kommen und dann fließt auch entsprechend kein Strom. So, machen wir das mit dem Heizen noch mal ein bisschen genauer. Und zwar die indirekte Heizung ist das, was wir eben oder was du eben gesehen hast. Die Glühkathode ist ein Metall, was halt durch eine Glühwendel beheizt wird. Und bei der direkten Heizung nimmt man, ist sozusagen die Glühwendel die Kathode. Nun schauen wir uns mal den glühelektrischen Effekt beziehungsweise auch Edison-Effekt nach seinem ja, Entdecker mal in echt an. Dazu habe ich hier eine Diode. Diese Diode, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Glühdraht und eine Anode. Der Glühdraht ist die Kathode. Dieser Teller auf der rechten Seite ist die Anode. Was passiert ist, dass wenn ich diesen Glühdraht heize, dort entsprechend Elektronen austreten können. Und wenn ich hier an die Anode eine positive Spannung anlege, bekomme ich entsprechend einen Stromfluss. Wenn ich hier eine negative Spannung anlegen würde, bekomme ich entsprechend keinen Stromfluss. Diese Dioden, das ist jetzt gut eine Variante zum Demonstrieren. Und wenn ich das hier mal in die Kamera halten darf, so sahen die Dinger tatsächlich früher aus. Hier ist schön der Glaskolben, da ist ein Vakuum drin. Und wenn man von hier unten guckt, sieht man auch sehr schön den Glühfaden. Also, die beiden gelben Kabel, das ist meine Heizspannung. Und
Das blaue Kabel ist negativ, das rote Kabel ist positiv, entsprechend angeschlossen. Ich habe eine Spannung oder kann eine Spannung von 250 Volt anlegen. Und hier habe ich noch in das rote Kabel ein Ampermeter geschaltet. Dieses Ampermeter misst Milliampere. So, und jetzt schalte ich das Netzgerät ein, aber ich ziehe hier nochmal das Kabel raus, damit er das sozusagen noch nicht heizen kann. Das heißt, wenn ich jetzt 250 Volt anlege, sieht man, ja, dass nichts passiert. Und wenn ich jetzt mein Kabel hier reinstecke, das geheizt wird, sehe ich auch schon sofort, schwupps, habe ich einen Strom, der da fließt von, ja, würde so sagen, 7 Milliampere bei 250 Volt. Und jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, wenn man das Ganze entsprechend rumdreht, also sprich, wenn ich jetzt dafür sorge, dass Minus und Plus jetzt getauscht wird. Und jetzt wieder meine 250 Volt aufdrehe, sieht man, es passiert nichts. Und es ist auch klar, dass da nichts passieren kann, weil die Elektronen, die können halt nur an dem heißen Glühdraht austreten. Und damit sie sozusagen wandern können, muss die andere Seite positiv sein, weil sonst läuft da entsprechend nichts. Wenn die Seite negativ ist, werden die Elektronen ja abgestoßen und dann bekomme ich keinen Stromfluss hin. Also ich demonstriere das nochmal. Jetzt ist wieder rechts positiv, links negativ und ich habe meinen Stromfluss. Das bedeutet jetzt auch, jetzt weiß man auch, was eine Diode ist, wenn man so möchte, eine Einbahnstraße für Elektronen, könnte man sagen. Und das werde ich gleich nochmal an einem Beispiel erklären. So, jetzt kommen ein paar Beispiele. Das war ja die Diode, wie man sie früher benutzt hat. Nachteil, musste beheizt werden und man brauchte relativ hohe Spannung, um halt hier einen Stromfluss hinzubekommen. Heute hat man stattdessen sowas hier. Das ist eine Halbleiterdiode und hat halt den Vorteil, dass man auch mit relativ geringen Spannungen das Ganze hinbekommt. Das hier ist entsprechend das Schaltsymbol. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, hier auf dieser Diode ist so ein weißer Ring. Und hier sieht man auch auf dem Schaltsymbol, hier ist praktisch dieser Ring. Hier ist ein Pfeil und Diode war ja eine Einbahnstraße für Elektronen, das heißt, dieser Pfeil zeigt, und jetzt muss man halt wissen, früher war die Stromrichtung, hatte man die technische Stromrichtung. Das heißt, die Stromrichtung war von Plus nach Minus definiert. Das heißt, wo dieser Pfeil hindeutet, ja, ist es negativ und hier ist positiv. Das heißt, hier ist die Anode, hier ist die Kathode. Und man hat einmal diese Sorte von Diode oder man kann auch diese Sorte Diode nehmen. Das ist das hier zum Beispiel. Das ist eine Leuchtdiode, deswegen die beiden Pfeile. Das heißt, wenn Strom in die richtige Richtung hier durchfließt, leuchtet die.
Man hat auch hier, wenn man sieht, zwei unterschiedlich lange Beine, so kann man das unterscheiden. Das lange Bein ist Plus, das ist die Anode. Das kurze Bein ist Minus, ist die Kathode. Und wenn man die Beinchen mal abgeknipst hat, weil man sie irgendwo eingelötet hat oder so, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, das ist normalerweise von unten rund. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es nicht wirklich richtig rund ist, sondern dass auf der Seite der Kathode so ein Stückchen fehlt. Und das hilft sozusagen, auch wenn die Beinchen ab sind, herauszufinden, wie rum das Ganze aussieht. Und was man auch noch machen kann, weiß ich jetzt nicht, ob man das in der Kamera sieht, wenn man reinguckt, dann sieht man ja so zwei Sachen, die sich da nicht ganz berühren. Und das Größere ist in der Regel die Kathode und das Kleinere die Anode. So, genug gelabert, jetzt wird ausprobiert. Und dazu habe ich was vorbereitet. Das sind gleich zwei Beispiele. Einmal mit Diode, einmal ohne Dioden. Das hier ist aus der Informatik eine Oder-Schaltung. Und damit das mit dem Oder auch funktioniert, kurze Erklärung, wie das funktioniert. Das ist ein Steckbrett. Bei den Steckbrettern ist es so, diese beiden Zeilen sind untereinander durchverbunden. Hier entsprechend genauso. Und ansonsten sind die immer so durchverbunden. Das heißt, hier A, B, C, D, E steht hier dran. Die sind hier einmal durchverbunden und hier die zweite Zeile ist auch wieder einmal durchverbunden. Dadurch kann ich hier ganz einfach Schaltungen realisieren und Sachen halt ausprobieren. Und jetzt setzen wir das Ganze unter Strom und machen hier Oder-Schaltung. Das heißt, wenn ich einen dieser beiden Schalter drücke, geht das Lämpchen an. Jetzt wird man sagen, ist doch wunderbar, funktioniert doch. Ich mache mal Folgendes. Ich baue noch mal ein zusätzliches Lämpchen ein. Na komm. Einmal und noch eins, weil es so schön ist. Einmal da und einmal da. So. Und jetzt sieht man das Problem. Wenn das A ist und das B ist, und es soll aber gelten A oder B, oder noch schärfer formuliert, entweder A oder B, dann habe ich jetzt ein Problem, weil immer wenn ich A drücke, ist B auch aktiviert. Das heißt, wenn hier an B noch andere Sachen hängen würden, würde ich die jedes Mal, wenn ich A einschalte, auch einschalten. Und das ist nicht unbedingt gewünscht. Und wenn ich jetzt hergehe und hier zwei Dioden einbaue, die dafür sorgen, dass der Strom zu meinem grünen Lämpchen hinfließen kann, aber hier nicht zurückfließen kann, kann ich jetzt hier drücken, B leuchtet und wenn ich hier drücke, leuchtet auch nur A. Also hier nur B und hier nur A. Das macht die Sache, ja, oder sorgt dafür, dass ich wirklich nur A oder auch nur B einschalte. Es gibt noch ein schönes Beispiel. Neues Steckbrett. Hier habe ich ein Relais. Ein Relais ist praktisch ein kleiner Elektromagnet und wenn ich den aktiviere, dann wird hier ein Schalter betätigt. Jetzt brauchen wir natürlich auch was, was wir schalten können. Dazu nutze ich eine Glühbirne. Ja. Da ist die Glühbirne. Funktioniert das Ganze natürlich nur dann, wenn man auch Strom hat. Den schließe ich hier gerade mal an. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, würde man sagen, wunderbar. Ist doch alles in Ordnung. Naja, hier sind zwei Dioden, und zwar die Leuchtdioden, die ja, wenn Strom durchfließt, leuchten. Und wenn man ganz genau hinguckt,
Wenn ich hier einschalte und hier Strom durchfließt, leuchtet die eine. Gut, ist keine Überraschung. Aber jetzt guck mal ganz genau, was mit der zweiten Diode passiert, wenn ich loslasse. Gesehen? Nochmal. Die hat ganz kurz mal aufgeblitzt. Und dass die aufblitzt, hat einen Grund. Der Grund liegt darin, dass das hier ist ein Elektromagnet und der ist ja, das ist eine Spule. Und in dem Moment, wo ich diese Spule ausschalte, gibt es praktisch eine sogenannte Induktionsspannung, Selbstinduktionsspannung, die möchte sozusagen verhindern, dass sich dieses Magnetfeld abbaut. Und die wirkt sozusagen in die entgegengesetzte Richtung, was zur Folge hat, dass die für einen ganz kurzen Moment der Strom sozusagen in die andere Richtung fließt, was hier diese zweite Leuchtdiode zum Leuchten bringt. Das kann unter Umständen, wenn man hier irgendwie empfindliche Bauteile hat, schlecht sein. Und daher macht man häufig hier parallel zu der Spule eine Diode, die sozusagen so rum eingebaut ist, dass der Strom nicht fließen kann. Aber wenn dann diese Induktionsspannung auftritt beim Ausschalten, kann die über diese Diode sozusagen abfließen und ja, haut mir nicht in meine Schaltung zurück. Soweit zu den Beispielen, was man mit Dioden machen kann.